hoffe, dass die Energiekrise, die auf uns zukommt, dazu führen wird, dass wir gemeinsam dieses Problem angehen, dass wir auch globale Lösungen finden, dass wir die Wüstengebiete nutzen können gemeinsam. Dort muss sehr viel Arbeit investiert werden, dass wir meeresnahe Gebiete für Algenzucht nutzen können, auch für Energieproduktion, also überhaupt diese Energiekrise und Rohstoffkrise wird global sein, deswegen müssen wir das auch global angehen. Und das, denke ich, kann die Welt auch zusammenbringen.